Wir sind hier im Forstrevier Nochten-Reichwalde, der LEAG. Das ist Tagebau Vorfeld vom Tagebau Nochten. Und in nächster Zeit werden wir hier im Herbst beginnen mit dem Holzeinschlag. Und wir haben hier das Vorkommen des Winterlieb. Und das ist eine Pflanze, die also gerade hier in diesem armen Kiefernwald vorkommt. Und wir haben mit den Naturschutzabsprachen getroffen, dass es Aktionen geben wird oder Aktionen, die wir unterstützen als LEAG, dass diese Pflanzen umgesiedelt werden können. Solche Aktionen wie jetzt sind extra Aktionen, wo wir sehr dankbar sind, dass Schüler auch sich dafür interessieren und mitmachen. Auch bei solchen praktischen Sachen ist natürlich auch ein bisschen Spaß mit dabei. Und wir bringen natürlich auch verschiedene Themen der Umwelt und des Klima oder die Klimaproblematik, die es jetzt auch gibt, den Schülern näher. Ja, also ich fand die Aktion wirklich sehr gut, dass wir die heute gemacht haben, auch für die Rettung der Pflanzen. Und insgesamt, weil der Tagebau ja immer näher rückt, müssen die Pflanzen umgesiedelt werden. Und zur Erhaltung der Art ist das definitiv ein großer Fortschritt, auch für unsere Schule und für die Region.